Ja, also ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es ist natürlich eine große Auszeichnung, eine große Ehre. Ich habe gleich mal gegoogelt, wer den so bekommen hat und fühle mich jetzt extrem geehrt, in welcher guten Gesellschaft ich da bin. Es ist immer schön, wenn man arbeitet und sein Herzblut in eine Sache steckt und das dann auch wahrgenommen wird und eine Anerkennung findet. Also ich habe mich riesig gefreut. Ich war schon öfters in Düsseldorf natürlich und durch meinen Lebensgefährten, durch den Dominik Graf, der hier die Sieger gedreht hat und die Katze und der ein absoluter Düsseldorf-Fan ist, auch visuell. Der hat ganz besonders diese Rheinbrücken und diese ganzen Motive in Düsseldorf immer sehr geschätzt und geliebt. Und durch ihn war ich natürlich schon öfters hier. Ich selbst habe hier leider noch nie gedreht, aber das kann ja noch passieren. Ich verbinde mit ihm das sehr erfolgreiche Zusammenspiel von Publikumserfolgen und Tiefgang und einem intellektuellen Anspruch und gleichzeitig einer großen Unterhaltungsqualität. Und das finde ich ganz wunderbar und leider in Deutschland meiner Ansicht nach nicht oft genug, passiert das nicht sehr oft, weil wir immer so trennen zwischen Arthouse und ernsthafter Unterhaltung und leichter Kost. Und ich finde, das muss noch ein bisschen mehr zusammenwachsen und jemand wie Keutner hat das ganz wunderbar hingekriegt. Ja, mit dem Oscar ist natürlich ein unglaublicher Wirbel verbunden. Die ganze Branche, die ganze Nation schaut darauf, wenn man für einen Oscar irgendwie vorgeschlagen ist und wenn man ihn dann auch noch gewinnt. Das war für uns damals ein riesengroßes Abenteuer und natürlich ein großes Fest. Auf der anderen Seite ist es immer wieder schön, wenn man spürt, dass man gesehen wird. Und wenn das in der eigenen Heimat passiert, ist es auch wunderbar und sehr viel wert.